Sascha Voigt mit dem ersten Goal das Tor gleich eröffnet. Wie schwierig war die Partie schlussendlich? Ja, es war ein ganz schwieriger Match. Wir wussten, es wird kein Spaziergang gegen Basileia, weil dann ist es noch etwas gegangen. Sie sind ein starkes Team. Sie sind auf dem Ranglistenplatz, der eigentlich nicht das ist, was sie könnten. Und wir sind dafür gestellt, dass es wirklich ein sehr Herzspiel wird. Es ist so geworden. Am Anfang haben wir es im Griff gehabt. Wir haben gut kontrolliert gespielt. Haben uns dann ein bisschen anstecken mit den Reden, Motzen. Und haben nicht unser Spiel gespielt. Dann ist es nochmal knapp geworden, haben individuelle Fehler gemacht. Aber schlussendlich haben wir die 6-3 Runden, würde ich sagen. In dem Fall mit dem Team und mit der persönlichen Leistung zufrieden? Ja. Am Anfang, eben, wie gesagt, am Anfang wirklich, alle haben das gespielt, wo wir übersprochen in der Kabine. Jeder hat das so umgesetzt und jeder hat abgeholt. Und wir haben dann nicht ganz das können, aber das, was wir wollen. Aber ich würde sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft. Der Kampfgeist hat gestimmt, jeder ist gegangen füreinander. Und wir haben ein grosses Ziel erreicht, das Spiel um die Plätze 5 bis 8. Wie hast du die hitzige Szene gegen den Schluss gesehen? Ja, der Anfang nicht ganz mitbekommen. Ist dann irgendwie wegen einem Foul gsi, wo die Penalty hätte können oder sollen geben. Ich sage dort halt auch, es ist total schwierig für die Schiris. Also Schiri wollte ich wirklich nicht sein. Weil, ich sage Fußballschiri, da ist noch ein bisschen drüber geblieben. Aber auf dem Beach, auf dem Sand, es geht so total schnell. Du kannst nicht jedes haben und alles sehen. Und in einem Match ist Schluss am Ende so, die Hälfte wird gegen die anderen entschieden, die Hälfte gegen die. Ich kann es war schade, dass es so hitzig geworden ist, weil wir haben viele Testspiele gegen sie auch gespielt haben, in Vorbereitung und so. Und haben es eigentlich gut untereinander gekommen. Es ist dann schade, wenn man es fast überkriegt. Okay, danke schön.